Scheiße! Und hingefallen. Mervyn? Jason? Schön gucken. Finde deinen Verbündeten. Finde Jason. Okay. Umgucken. Na, dann schauen wir doch mal. Umgucken. So, nicht wundern, ihr Lieben, irgendwie, dass wir jetzt ein bisschen anders aussehen, irgendwie. die letzte Aufnahme ist, 2 Monate her. Es ist ein tiefes Loch, wir sind 2 Monate gefallen, irgendwie, deswegen sehen wir jetzt schon wieder anders aus. Nee, manchmal ist es halt so, produktionstechnisch geht's nicht anders, aber genug geschnackert, legen wir was. So, Benni, dann erkunde die Höhle. Na, dann erkunden wir mal die Höhle. Ich kann hier mit was? LB, Taschenlampe und dann... Okay, guck mal. Kann ich Taschenlampe an, Taschenlampe aus? Verrückt. Ja, mal schon halt ein neuerer Shooter jetzt hier. Kann man schon mal Taschenlampe an- und ausmachen. Aber wie gesagt, quick. Also, die Grafik ist halt schon wirklich Deluxe, ne? Jason! Sieht schon wirklich. Jason! Und? Bin gleich da! Ich komme! Okay. Gott, das ist ja hier wieder hoch. Sag mal, hat es hier gebrannt? Das sieht so verkohlt an den Wänden so aus. Hä? Ne? Naja, nö. Wahrscheinlich hast du halt eine andere Mineralisierung innerhalb des Steins. Wow. Oh, was war das? Du wirst. Das war so ein freches Mineral. Gott. Das ist der Sandstein, das ist der Granitstein, das ist ja manchmal so ein bisschen so durchzogen. Aber what the hell war das? So, hier ist wahrscheinlich unser Kamerad durchgefallen. Okay. Warum ist er denn nicht einfach hier geblieben? Okay. Was da? Ach du Scheiße. Ich würde mal ganz schnell einen Funkspruch an deine Kumpels abgeben. Oder wenigstens rufen. Ja, kann ich ja nicht. Guck mal, was ich machen kann, ist das? Taschenlampe an, Taschenlampe aus. Ja, würde ich vielleicht nicht so machen. Lass mal ruhig an. Nee, aber theoretisch, wenn du jetzt vorläufst irgendwie, würde ich doch meinen Kameraden, die da vorne irgendwo, Jason, wie sie alle heißen, irgendwie sagen, ey, Leute, Vorsicht, hier ist irgendwas unten. Gefahr. Ja. Stellung! Was sind wir denn hier jetzt? Ist das wahrscheinlich der Tempel? Was ist das hier? Ah, stimmt. Das ist der Tempel des High Five. Ja, gibt's erstmal ein epische Todd High Five. Guck mal. Na, das ist Jason. Bist du's, Nick? Nee. Was haben wir denn hier? Wo in Gottes Namen sind wir gelandet? Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Merivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Ja. Nick? Hirten, haben wir schon festgestellt da oben. Sergeant Kay, reiß dich zusammen. Augen auf. Ja, spielst du den oder spiel ich den? Den hast du gespielt. Den spielst du. Den hast du ja auch schon in Man of Medan gespielt. Stimmt. Hab was gesehen. Ey, ich sag was ihm erstmal, dass wir du, was gesehen was haben. Es sah nicht menschlich aus. Das kann man aber auch normal erzählen. Hätte im Hubschrauber bleiben sollen. Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit. Ich schwör bei Gott! Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein! Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören! Du reißt dich jetzt verdammt nochmal zusammen, bevor du uns umbringst! Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sergeant. Du hast nichts gesehen. Na, bist du die Stimme der Vernunft?
Oder hast du was zu tun? Nein, hier, das stimmt nicht. Ich bin ängstlich. Das stimmt was nicht. Das spürst du auch. Das Einzige, was ich fühle, ist, dass du mir das Leben schwer machst. Ja, es hat sich wirklich heftig in so einer Situation, irgendwie die Nerven zu verlieren. Hast du sowas schon mal gesehen? Was ist das hier bloß? Okay, also dann gehen wir erstmal hier ein bisschen erkunden, ja. Welche so noch? Meinst du, vielleicht finden wir noch was? Ein Zettel? Ein Brief? Ein Stein? Ein Hinweis? Irgendwas im genau. Ein Schatz? Weiß nicht, ein Schatz. Bist du es echt nicht? Nein, Schatz! Was soll ich fühlen? Weiß nicht, irgendwas. Ich weiß nicht. Ich höre gar nichts. Hier. Bist du da sicher? Oh, eine Tür, warte mal. Das ist eine Tür. Okay, da wollen wir vielleicht noch nicht hin. Ja, tatsächlich, ne? Kann jetzt auch wieder. Okay. Wieso versuche ich über die Treppe zu gucken? So. Aber das sieht nach einem Bild aus, Benny. Das sieht nach einem Bild aus. Oh, ja, stimmt. Warte mal, jetzt müssen wir uns ja mal genauer angucken. Ah, na hier, hör mal. Ja, und I ist irgendwo einer reingefallen. Irgendwie. Und ich habe noch Jason hier sehen, der hinterher geguckt hat. Aber das sah eher wie eine Wand aus, wo er durchgeguckt hat. Kann das sein? Ja, wie als ob jemand dahinter ist und durch ein Loch durchguckt, also wo er so durch ein Loch gezogen wurde. Ja. Wo ist das? So, ja, das geht doch nicht über so eine antike Steintafel, die dir die Zukunft verrät. Ja, na denn, würde ich sagen. Ja, wir haben ja dann nur noch die Tür eigentlich vor uns, leider. Die Tür. Ja, dann gehen wir mal durch und gucken, was uns dahinter erwartet. Let's do it, Nick. Der andere kann nicht mithelfen. Nee. Das ist schwerer, als es aussieht. Hilf mal. Könnte hier Hilfe brauchen. Hast wohl lange nicht trainiert. Aber selber kriegt das alleine auch nicht auf. Das ist Mervyn. Das ist Mervyn. Mann, ich versuch's doch! Hör endlich mal auf zu zappeln! Fuck! Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Stechen wir hart oder was? Nick, ich brauch dich hier. Schneid den Draht durch! Oh, noch mal nicht entgehen. Schneid den Draht durch. Fuck, Messer. Oh, verdammt, er ist am Arsch. Ich kann dich hören, weißt du? Du überstehst das, Bruder. Halt durch! Hab Morphium dabei! Sind sie glaubwürdig jetzt? Wir bauen dich gleich auf. Steht das? Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst wach. Wache? Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Okay. Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Clarice? Was war das? Was ist los? Was ist mit ihr? Los! Was ist da bloß? Das interessiert mich nicht so sehr. Oh, Dick! Man nimmt sie doch an den scheiß Rucksackbild, Alter, nicht am Arm. Er verblutet! Wir müssen das verarzten! Was ist denn da verarzten? Ich glaube, er do it! Scheiße! Das ist schlimm. Willst du die Wahrheit hören oder nicht? Ich spuck es einfach raus. Ungelogen. Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, der wird es zu uns hören. Ihr bleibt nicht still! Mein Gott, das Morphium! Die Fresse, Mann! Du musst still sein! Das ist ja gut. Erstickst du ihn jetzt? Das sieht so aus. Das sieht so aus, wie eine Nase mit zugehalten. Lass los, Mann! Du bringst ihn noch um! Ja, nun. Jacke drin! Lass mich nicht allein, Nick! Nick, du bringst ihn um! Oh oh.
War das jetzt wichtig, was du hast? Was ist da? Er hat keinen Puls. Er hat keinen gottverdammten Puls. Unmöglich. Ich weiß ihn nicht. Er ist tot, Nick. Mervyn ist tot. Scheiße. Hätte ich Quicktime verkacken sollen? Scheiße. Weg hier. Wir brauchen ja keine Monster, die uns umlegen. Das schaffen wir ganz alleine. Oh, Scheibenkleister. Und gleich weggezogen bestimmt. Oh, schade. Klassiker. Okay. Ich bin jetzt mal ein Penner und sage irgendwie, ich weiß, aber ich bin nicht böse, dass City Glarus erwischt hat, weil die hat mich schon in Little Hope genervt mit ihrer Stimme. Es muss nicht heißen, nur weil sie weg ist, ne? Dass sie wirklich weg ist. Lass mir meine Illusion. Alle, Mulazim Salim Osman, wir können genug. In Tufain, Haul. Tufain. Captain. Dog. Da fällt mir ein, waren ja doch nicht nur Hirten da. Wie gesagt, 2 Monate. Sorry. Captain! Sift! Doch, ist Adek des Mani. Und, Schaar, Fif, Behaue Lochrock. Haul. Ach. Ich bin weg. Okay, für eine Verbindete und die Suche der Ruinen. Hat er auch eine Taschenlampe? Ja. Wer hat den Mogul, Hanna? Wer hat den nicht, Alter. So rumbrüchen? Ja, aber das ist doch... Das ist dann halt wirklich mit... Kontakt nach unten. Militärtunnel, ja. Was? Mir nicht vorstellen. Ja, es sei nur durch Klappspaten, Abschürfen, erkenne ich sofort. So ein Militärtunnel. Aber gut, ist ja klar, was er denkt. Wo sind wir? Also. Das ist jetzt eine andere Ecke, ne? Ja. Hinten müsste irgendwas auch sein, also hinter dieser Statue. Oh. Ist das der Gani? Oh Gott, guck mal da unten. Aber das ist doch Gani hier, oder? Ist das Gani? Naja, hier, weiß nicht mehr, wie er heißt. Der Asiate. Nee. The Faceless Soldier. Mein Freund, ne? Warum ist denn eigentlich hier so ein Mauszeiger die ganze Zeit? Ja. Da? Ich sehe den nicht. Ihr habt da gerade einen gehabt. Ja, die haben sie da. War jetzt ein Ami, ne? Oder was? Oder war das ein Iraker? Nee, das war ein Ami. Alter, da haben sie auf jeden Fall. Die haben sie da gut auseinandergenommen, alle. Ja, und dann ist auch ein Teil irgendwie hier runtergeschliffen. Das Mann, die ganze Spur. Dass der einfach so nach unten durchgeht. Na, oder er ist hochgeschliffen worden. Kann ja auch sein. Er ist ja gleich jetzt hochgeschliffen worden. Oh, echt? Warum? Finde deine Verbündeten. Die suche die Ruinen, folge der Blutspur. Klar. Weil ich auch ohne Taschenlampe, ich habe nichts mehr. Oh doch, warte. Wir haben ein Feuerzeug. Feuerzeug. Nein. Kann ich jetzt hier hinten auch was. Aber wirft das nicht gleich weg wie Kalaschnikow. Haul.
Kann ich hier hinten noch irgendwo... Oh Gott, ich sehe nichts. Hier geht's nochmal runter, oder was? Okay, wir gehen wieder zurück. Ist mir egal. Ja. Oh. Vertraute Geräusche. Obacht Salim. Oh, Basel. Clever. Was ist das? BW? Achso, Feuerzeug. Nee, ist klar. Oha. Siehst du diese Kratzspuren an den Wänden? Sehen nicht so gut aus. Vor allem eine ganz schöne Menge Nischen da. Oh ja. Sollten wir mal hier. Oh Gott, ich kann ja auch noch hier reingehen. No. Geht's hier noch irgendwie weiter? Nee. Nee. Die Steuerung ist wieder. Ultra Deluxe. Ja, die war halt in den anderen Teilen auch schon sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Ja, aber, ja, es ist, finde ich, ein kleiner Manko. Also man kommt aber rin. Also ja, es geht. Sagt der, der jeden Quicktime verkackt hat. Man kommt rin. Aber auch das mit den Wänden, das macht mir ein bisschen Angst. Ja. Das Hallo. Sollte es auch. Hallo? Hallo? Oh, warte mal, krieg mal hoch an der Decke. Ach nee. Nee, okay. Fast, ne? War guter Hinweis. Ich denke, das wird uns jetzt ganz kalt erwischen. Oh ja. Alter, ist ich nichts mehr. Du bist da. Okay. Oh, warte mal, da hat was rechts von dir. Achso, das ist die Tür, ne? Die glänzt. Ja. Ach du Schande. Könnte ich durchgehen? Die Geräusche. Das ist da. Ich versuche mal hier so. Ach, nein, hier geht's auch noch weiter. Echt, du kannst da rennen? Komm mal rein. Nee, geht nicht. Zu geschüttet war. Okay. Ist okay. Oh, seht ihr fertig aus? Geh mal rein. Bester Wingman ever. Ach, super, ja. Ja, er zieht's alleine auf. Er kriegt's hin. Einen Witz losmachen. Wie viele Amis brauchst du, um eine Tür aufzumachen? Oh. Zwei. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ah, gib mal einen Iraker. Bitte! Auf was soll ich denn schießen, bitte? Ich sehe doch nichts. Obwohl immer schwierig ist, wenn man Waffen aufnimmt. In der Dark Anthology. Man eigentlich nicht getötet. Das stimmt. Ah, du bist mutig. Salim ist mutig. Mut wird überschätzt. Schnallen ab, Mann! Schnallen ab, Blut! Nein, weg! Nice Headshots. Und mit der Hürdenfluss hat ihm auch kein Problem. Ja, und wo wir jetzt sind? Hier oben so, was waren das gerade? Was denn so das Licht? Oh Gott. Wo sind wir jetzt? Ja, es ist bestimmt Wesker und Rachel. Ja. Eric! Und
Traum, Alter. Mit deiner Ex-Frau rot in so einer Höhle eingesperrt. Ja, für ihn ist es doch super gewesen. So, was sagst du? Achso, wo sind die Marines? Da bin ich ungeduldig. Wo sind die Marines? Weiß nicht. Es ging zu schnell. Der Boden hat mich verschluckt. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Ja, da bin ich sachlich. Wir haben keine Wahl. Ich will ja Wesker als Arschloch spielen. Wir haben keine Wahl. Hier. Gehen wir. Sofort. Sofort. Seit wann kommandierst du so rum? Das sofort. Zu meinem Job. Bin ein Vorgesetzter. Karabinerschling, Seil, Licht. Scheiße. Hi, was? Okay. Karabinerschling, Seil, Licht, okay. Scheiße. Dann los. Alles vorhanden. Schön, check. Das ist ein YouTube-packter Rucksack. Wir haben Stuhl bei, toll. Da geht's steil runter ins Nichts. Naja, dann. Wir haben Seil. Hier, ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Gibt es jetzt eine Entscheidung? Klettern oder nicht klettern? Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Klassiker. Muss man aber quasi als Nichtraucher, darf man kein Feuerzeug mit haben, oder wie? Ja, als Soldat bin ich so einer Meinung, irgendwie, dass man eben bei haben sollte, selbst wenn du Raucher bist. Aber, ja, wenn es ja nicht war, jeder von uns ist ja schon mal in eine Situation gekommen, dass Mutti irgendwie damals irgendwie als Achtjähriger so ein Stückchen Feuerzeug in einer Tasche. Aus. Genau. Das würde dir gefallen, was? Ich bin jetzt mal ein richtiger Arsch mit ihm. Das würde dir gefallen, was? Was soll das denn heißen? Du bist schon seit meiner Ankunft sauer. Echt, Eric? Das jetzt? Du meinst, ich seh's nicht? Das steht doch in deinem Gesicht. Nach der Mission können wir gerne über deine Unsicherheiten sprechen, aber reiß dich jetzt bitte zusammen. Was? Ja, das Blöde ist halt natürlich, dass er trotzdem immer noch so ein bisschen einknickt und dann so ein bisschen rumkuscht und sagt so, ich finde dich aber noch so toll. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Okay. Also nur mal so hypothetisch. Frage für einen Freund. Kann man auf sie schießen? Weil ich mich verloren fühle? Ich glaube, ich kann einzeln. Ich glaube, so kann ich gar nicht. Zieht immer drin vorbei, ne? Jetzt ist die große Frage. Sollen wir in diesen wunderschönen Raum gehen, den wir da sehen? Oder möchtest du gerne hier kurz einen Abstecher nach rechts machen? Dann würde ich mal einen Abstecher machen. Also sie sieht ja so aus, als wenn sie den Raum will. Ja. Und ja, ich habe halt immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch kleine Hinweise finden, irgendwie in diesen kleinen, nicht so präsent gehaltenen Nischen. Ah! Okay. Als hättest du es gewusst. Als, oh hier, Pfeil und Bogen totgeschossen. Okay. Okay, also wir waren klettern und sind abgestürzt. Rachel ist abgestürzt irgendwie und Brody fehlt. Ja, aber sie war doch mit jemandem verbunden, oder? Beim Klettern? Also, der Sicherungsmann? Frau? Keine Ahnung. Ist ja dann auch abgestürzt. Naja. Muss nicht. Also, wenn einer oben steht und nicht runterlässt, heißt ja nicht, dass er damit dranhängt. Also, man hat jetzt. Ich hab jetzt nicht zwei Leute gesehen. Ich hab jetzt nur Rachel tatsächlich wahrgenommen. Schön bitte. Rackel. Rackel? Na, Rackel. So, hier hinten geht's aber bestimmt auch nochmal was schön, oder? Ja, das sind aber so eine schönen Versteckernischen. Ja, aber da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. So. Gott. Das sieht aber auch alle sehr fragil aus, irgendwie. So links und rechts. Ich glaube nicht, dass das von einem Statiker abgenommen worden ist. Kann man da meine Dean mal irgendwie rüberschicken? Würdest du jetzt hier wirklich auch selber eigentlich runtergehen? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit, weil es ist halt Sackgasse. Geht nur eine Richtung. Tatsächlich bleibt dir erstmal keine andere Wahl, ja, irgendwie. Hm. Ach je.
will jetzt zum Beispiel, genau, um die Tür rum. Geh mal beiseite, du Lappen, Alter. Lass mal Mama ran. Scheint stabil. Ja, sieht gut aus. Das kann man sehen? Vielleicht ist sie Geologin. Okay. Ach komm, echt jetzt, Alter? So mit festhalten. Ist ja nicht so, dass er ein Seil bei hat. Und das oben über die Tür werfen könnte. Es wäre zu einfach. Ja, hat er natürlich mit seiner Beinprothese. Das ist natürlich noch ein bisschen schwieriger irgendwie. Stimmt, die Beinprothese habe ich vergessen. Gerade sagen, ey, wie stellt er sich denn an? Weißt du, sie geht darüber und er. Aber okay. Naja, so beim Klettern. Also, ich, um Gottes Willen, es wird wahrscheinlich eine Menge Leute eben irgendwie, die mit so einer Prothese perfekt klettern können. Ich muss dir lernen, damit umzugehen. Sehr schwierig vor, tatsächlich. Also, Klettern ist eh schon scheiß schwierig. Aber. Was gucken wir uns an? Kannst du mal vorlesen, Benni, kurz? Oh, warte mal. Hoch. Das ist doch ein Po. Nur doch. Ein bisschen runter, bitte. Ach nee, das ist ein Waden. Oh, das ist aber ein Po. Das ist doch ein Po. Hör mal. Und eine Uhr. Guck mal, da ist doch mal. Was ist da los? Hat der denn. Der hat eine Uhr. Die Uhr jetzt. Ja, schön, eine persische Breitling um. Weißt du? Wunderbar. Aber warum können wir uns das angucken? Ja, was sehen wir darin? Was denkst du, war das hier? Schwer zu sagen. Sieht religiös aus. Vielleicht sind wir in einem Tempel. Ja, wahrscheinlich. Oh. Eine Actionfigur. Pass auf. Geheimnis. Pazuzu? Pazuzu, wer? Pazuzu. Guckst du keine Horrorfilme? Die Antwort solltest du kennen. Ein sumerischer Dämon. Hat wohl was mit Plagen zu tun. Plagen und Dämonen, ja? Toll. Pazuzu. Auch zum ersten Mal. Und ich bin Horrorfilm-Fan. Ja. Pazuzu? Kennt ihr Pazuzu? Leute, haut's mal in die Kommentare, wenn ihr einen Film oder ein Spiel mit Pazuzu kennt. Kriegen wir die auf? Die wird nicht nachgeben. Schade. So, weil hier vorne blinkt noch was, genau, da hinten. Ich gehe mal davon aus, wir müssen uns wahrscheinlich abseilen. Mal mit einem Seil herunterlassen. Schon klar. Meine Güte. Oder auch nicht? Kann ich einfach nur gucken. Oh, hörst du dir Klicker? Sag mal, gibt's nicht einen Film? War das nicht bei. Also. Vielleicht täusche ich mich auch da, aber war nicht dieses Klicken und Klacken auch bei Alien? Nee, das ist Predator, was du meinst. Und das hört sich aber eher nach den Klickern aus The Last of Us an. Daher kenne ich das jetzt. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Ha? Dieser Sound kommt mir so bekannt vor. Wenn ihr den nicht kennt, was ist? Ploppt jetzt oben ein Link auf. Hast du gehört? Sensationelles Let's Play von Benny. The Last of Us Part 2. Ich dachte, da unten wäre euch nach dem Video. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Was ist dir geschehen? Da schießt jemand. Wo kommt das her? Was ist das? Nichts wie weg. Kann doch Salim gewesen sein, ne? Ja, kannst du irgendwas sehen? Achso, ich hab Salim verstanden. Nee, Salim. Dass der da gerade geschossen hat irgendwie. Kommst du dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Hol das Seil. Es geht runter.